Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter und gleichzeitig zu einer weiteren Aufnahmesession. Ja, ich geb's zu, ich konnte jetzt nicht warten eine Woche, bis ich weiterspielen konnte. Außerdem muss ich ein bisschen im Voraus aufnehmen, eigentlich ziemlich viel, weil ich habe bald Urlaub und da brauche ich ganz, ganz viele Parts von unseren Spielen, die wir so zocken momentan. Und ist das eine schöne Ausrede? Nein, es ist keine Ausrede, es ist wirklich so, aber am meisten Gewichtung hat es halt das Ganze, weil ich das Spiel mag. Das ist die größte Gewichtung dabei. Okay. Siehst du, die verdrücken schon wieder. Was können wir denn jetzt alles mitnehmen? Das geht natürlich noch nicht. Frosch im Hals, wie es gehört. Ich glaube, da können wir schon ein schönes Sümmchen da uns verdienen. Nur kurz, haben wir Gelee? Gar nichts. Wir haben auch nichts verzauberungsmäßig. Einmal, drei Tränke haben wir noch, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir verscherbeln. Boah. Warte da noch kurz, dann tun wir das noch schön stapeln, dass wir da keinen Sauhaufen haben. Eisen, da Dingens 10, davon haben wir nur 2. Wäre gut, ein bisschen was sammeln, ne? Das zum Beispiel sammeln. Das bringt halt viel Geld. Da können wir auch 5 verkaufen. Eines lege ich schon mal hin. Da. Bam. Zweige haben wir 10. 6. Ich nehme sie jetzt aber die Heiltränke mit. Für den Fall, dass ein Held kommen tut. Ja, ich glaube, den Rest können wir verscherbeln. So. Dann müssen wir noch weiter sortieren. Hier. Klick, 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 klick. Da. So, das schaut, glaube ich, nicht so schlecht aus auf den ersten Blick. Den hätte ich noch sparen können. Den Golem-Kern. Den wegen ein Stück. Hoppala. Wegen einem Stück. Meh. Ja, ich glaube, das schaut gut aus. Streng gesehen könnte man den Haarstall sparen, aber das ist halt viel wert. Passt. So. Dann decken wir uns den Tisch. So, also, das kann man nehmen. Das kann man nehmen. Und das kann man nehmen, glaube ich. Ja, stimmt, da wollte ich nur noch eines schauen. Das war, glaube ich, hier, ne? 15 ist okay. Das heißt, wir können da ein bisschen steigern, weil ich möchte nämlich auch gerne hier bei den Preisen. Ich möchte gerne alle 4 Preisklassen freischalten. Das heißt, wir dürfen hier ein bisschen raufgehen mit dem Preis. Ich würde sagen, ich bin mit 20. Wie schauen wir da aus? 6 ist ein Wucher, 5 ist ein Wucher, dann wahrscheinlich 4 und 3 wahrscheinlich. Probieren wir es gleich, also mit 4. Dann haben wir, wow, das wollte ich eigentlich jetzt gerade nicht, hoppala, verdrückt, Entschuldigung. Also, dann haben wir hier, Trank wissen wir noch nicht, wir haben ihn jetzt mal mit 200. Dann haben wir hier das da, 50 ist super, das heißt, wir können jetzt da steigern. Ich würde mal sagen, wieder verdrückt, Entschuldigung. Ich würde sagen, probieren wir es mal mit 60, ob das genehm ist. So, passt. Und dann machen wir den Laden auf. Nur herein, ihr Lieben, nicht vergessen schauen. Ja, ich bin wieder sehr adrett, wie immer. So, hey, Entschuldigung. Hallo, die Damen und die Herren, Servus. Bitte bedient euch. Wir haben lauter Gescheite so. Hier, wie immer. Ist eigentlich die Musik wieder ein bisschen zu laut? Ja, da freut sich wer. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Hat es jetzt schon gefruchtet? Ich hoffe. Dann können wir geben den da. Und den Zweig. Und das schauen wir uns natürlich gleich wieder an. 5, 9, ich würde sagen 7 und 3 wahrscheinlich. Und bei die Wurzel. 5, 9 wird auch gleich sein. Also probieren wir es mal mit 7
Und hier auch 7. So. Ich weiß, wir werden es jetzt nicht haben wollen. Dann fällt mir gerade ein, ich werde noch Optionen. Irgendwie ist die Musik recht laut, ha? Huh? Ah, hoppala, Sprachen, ja, ja. Da würde ich schon gern. Da würde ich schon gern so bleiben. Wo ist denn die Musik? Na, ist eigentlich eh nicht so. Kommt es mir jetzt lauter vor, wahrscheinlich. Das war schon recht laut. Warte mal ganz kurz. Ich probiere kurz was. Ich hoffe, ich verdumme mich da jetzt nicht. So. Tun wir mal vielleicht. 20 wäre gut. So. Ich glaube, so geht's besser. Ist nicht so laut, oder? So. Also. Ja, da freuen sie sich. Yes. Oh, sie nimmt es trotzdem. Das ist sehr gut. Das freut mich. Danke. 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 Super. So. Dann können wir den ausstellen. Dann können wir. Puh. Die da. Und die da. So. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn da Schönes? 100 ist super. Dann würde ich sagen. Probieren wir es einfach mal mit 120. Hier. Ah, 120 schaut echt okay aus. 120, dann werden wir hier gleich 150 probieren. Dann haben wir gleich das Schlechteste. Hier wissen wir es ja nicht. Und da. 100 ist das Billigste, 200 das Teuerste. Ich würde sagen, probieren wir es mal mit 140 und dann vielleicht mit 180 so herum. Hm? Probieren wir es mal. Also 140. So. Probieren wir es. Ich möchte nämlich gern von allen Produkten, die wir haben, die 4 Preise haben. Danke! Ja, das hat schon mal gefruchtet. Ah, das mag er. Sehr gut. Mal schauen, ob das gezählt hat schon. 100, 150 hat gezählt. Sehr gut. Dann versuchen wir es mit 125. Oh, ich könnte das nachlegen. Stimmt. Nehmen wir es mal. So. Was haben wir hier? Der Preis 50. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf 80 oder 100. Gehen wir mal auf 80. Mal schauen, ob es passt. Und hier. Wie soll ich das mal für 10 verkaufen? Bin ich bescheuert? 10, 100. Passt sich das denn eventuell sogar an? Dann würde ich sagen 145. Tja. Weil das ist klar, für 10 Gold, dass wir das haben wollen. Das Stück halt, ne? Aha, zu teuer. Zu teuer. So, das waren jetzt da. War das der? Ja. Dann würde ich sagen. 112 oder machen wir 110? 112. Jawohl! Stoff passt. Aber die nimmt es trotzdem. Wie cool. Weil sie es braucht. Yeah, Händler ausbeuten ist super. Helden ausbeuten, so. Hat das jetzt schon gezählt? Super. Dann würde ich sagen, machen wir 120 oder so, ne? Passt das so? Könnte passen. Ja. Haben wir dann. Dann haben wir da. Nein! Das wollen wir jetzt so und so. So. Da haben wir es für 20 hergegeben. Ich werde es jetzt mit 100 probieren.
Ja. Und hier drüben 100 und 120, das heißt 110 und wahrscheinlich 90 oder so. Da machen wir gleich 110. Passt. Und? Wow. Da ist sie böse, da geht sie. Yeah. Danke. Vor allem sind die Preise herauszufinden gar nicht mal so schlecht. Wenn wir nämlich dann diesen Verkaufsstand aufstellen mit Schnäppchen, kann man nämlich absichtlich vielleicht den Preis so eingeben, dass er dann gleich viel wert ist, wie wenn man goldene Augen hat. Ne? Also Schnäppchenaugen sozusagen. Okay, dann haben wir die. 50, 100, alles drüber, okay. Also würde ich sagen, nehmen wir mal 120. Okay, die müssen wir ändern. So, 110. Jawohl, da freut sich wer. Danke. Gut, das ist auch zu teuer, ist eh klar. Also auch 110. Danke. Dann können wir den Tisch nochmal voll machen. So. 20 war jetzt echt wenig. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal 100. Ich bin einfach mal so, ne? Hier war 300 in Ordnung. Okay. Dann würde ich sagen, 350 müsste dann das vom drüben her das, also das dritte sein von den vier. Yeah. Danke. Sehr gut. Und dann machen wir den Tisch gleich nochmal voll. Ja, ich würde sagen damit. Schauen wir mal. Jetzt kann ich schon mal dahinter kommen, wie das geht. Wir haben das mit 10. Und das jetzt mit 8. Müsste aber eigentlich passen mit 8, ne? Können wir vielleicht mit 5. Probieren wir es mal mit 5, dann sehen wir gleich, ob es... ob sich was geändert hat. So, heute haben wir sicher nicht so viel verdient. Boah, von wegen. Trotzdem 4668, super. Das ist echt super, das Geld nehmen wir gern. Wir haben noch genug zum Heilen. Okay. Okay, das werden wir... das werde ich wieder weggeben in unser Verkaufsdingens. Ah, so, passt. Und wir marschieren wieder, würde ich sagen. In den Dungeon. So. 6200 haben wir. Ich bin mir recht sicher, dass wir nichts Neues bauen können für uns. Vielleicht irgendwann nochmal die Stiefel, die wären echt cool. Verlieren wir sogar Geschwindigkeit und einen schlechten Stahlstiefel. Okay. Achso, da gibt es ja noch mehr. Entschuldigung. Waffentechnisch. Cool wäre es, den Besen auszubauen. Fällt vielleicht dann... nee? Na, vielleicht auch nicht. Ah, da unten hat er Effekte. Ach so. Okay, dann müssen wir auf benötigt. Im Besitz 0 wissen wir noch nicht. Aha, dann fürs erste wahrscheinlich mal das. Und dann dürfen wir wahrscheinlich das weitermachen oder so, keine Ahnung. Na, entweder oder, so wie es ausschaut. Aha. Egal. Danke, wir gehen einmal. Tap, 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 tap. Tränke können wir keine herstellen, derweil geht nicht.
Wir haben keine Materialien dafür. So. Und ab in den Dungeon. Heureka! So. Es lädt. Es lädt immer noch. Horuk. Jawohl. Sehr gut. Also rollen. Da sind wir gewöhnt dran. Rollen ist gut. So. Ja, den ersten Hammer. Den nächsten Hammer. Was? Die haben wir alle. Sehr gut. So, was haben wir hier? Nix. Da. Auch nix. Zack, zack. Da ist auch nix. Oh, eine Quelle. Die brauchen wir noch nicht. Alter. Bleib da, Mistviech. Uah. Au. Ah, jetzt haben wir. Kerlbrecke da. So. Geht ja. So, was haben wir denn da Schönes? Ja, von dem Gefäß können wir nicht genug haben. Sehr gut. Aha, und dann haben wir ein Skelett. Die muss ich auch öfter zerstören, weil die haben gar nicht so wenig Zeug. Also Tränke vor allem auch. Die habe ich oft, sehr oft übersehen. Ich glaube, das ist einfach nur Dekoration. Nix Dekoration. Na, also wirklich. Lass mich raus da. So, zack. So, jetzt darf ich nur nicht verrecken, weil ich habe was ganz was Seltenes bekommen. Also ganz was Seltenes, wie diese Wasserlampe da. Heile ich mal kurz. So, das reicht. Ich glaube, die Quelle heilt auch nur einmal 100 oder so, ne? Oder wird einmal das Leben voll aufheilen, insgesamt. Irgendwie so. Duschau. Ha. Haha, nichts erwischt. Au. Von wegen nichts erwischt. So, jetzt haben wir. Passt, geht ja. So. Was haben wir denn da schon? Ja, wieder dieses Gefäß und diesen besseren Stahl, das gefällt mir. So. Zack, zack, zack. Zack, der ist erledigt. Oh. Das legt schon wieder. Was, der ist auch erledigt. Au! Du Mistviech. Das wäre geht du auch. Kann ich gleich was trinken? Nach später. Viech. Ich glaube, der hat einen Schaden. Hallo? Viech? Schau mal, der hat einen Schaden. Der ist buggy. Ich gehe mal da rein. Vielleicht hilft. Na, es hilft nichts, okay. So, was machen wir jetzt? Hm. Das ist jetzt echt bescheuert. Viech? Hallo?
kann man es nur rausporten, echt? Das ist ein fieser Bug. Also der ist echt fies, der Bug. Oh Mann, nee. Hallo, Viech. Hallo? Dann bohrt man uns halt weg, es hilft dir nichts. Leider. Das finde ich jetzt gerade ziemlich bescheuert. Aber was soll man machen? Zur Stadt bitte. Das finde ich jetzt sehr enttäuschend. Da könnte ich jetzt aber gerade was probieren. Darf man auch tagsüber in die Dungeons? Das würde mich interessieren. Tatsächlich. Wie schaut es mit unserem Beutel aus? Ja, sehr, sehr spärlich. Kann man gar nicht anders formulieren. Wirklich sehr spärlich. Naja. Dann schauen wir mal, was wir hier drin haben. So. Ah, ja. So, nehmen wir mal alles mit. Und versuchen halt aus dem das Beste zu machen. Es hilft eh nichts. So. Auf geht's. So, bitteschön. Oh, das ist zornig. Das wundert mich überhaupt nicht. Also, das ist sogar so teuer, dass er das ist gar nicht erzählt als Verkaufdingens. Nehmen wir mal 50. Ja, das ist glücklich. Danke. So. Dann würde ich sagen, die Ranke. Aha, 4 hat gar nicht gezählt. Okay. Dann 3. Ja, da freut sie sich. Super, danke. Jawohl. Dankeschön. So. Das nehme ich jetzt nur mit wegen dem Preis. Dann würde ich sagen, wahrscheinlich 1. Oder 2. Einmal 2. Den da. 200 ist ein Schnäppchen, okay. Dann wahrscheinlich so 230. Wahrscheinlich so irgendwie. Probieren wir es mal. So. Bam, bam. Dam, dam, dam. Okay, Eisen ist zu teuer. 50 hat gepasst, sehr gut. Dann würde ich sagen 40. Ja, da freut er sich. Okay. Das war auch noch zu viel. Vielleicht 35. Und dann würde ich sagen, so vielleicht. So, warte, das war zu viel. So. Wie schauen wir da aus? Mit 5 passt. Würde ich sagen 3. Und hier. Und
110, 120, würde ich sagen 115. So. Bam, 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 bam. Jo. Dankeschön. So, sehr gut. Dann würde ich sagen, den da vielleicht. Unter 100, ich würde sagen, nach machen wir 90. Bam, bam. Jawohl! Dam, dam, dam. Dam. Dankeschön. Jawohl. Dankeschön. So. Was hätten wir noch? Das zum Beispiel und mir aus das noch. 10 war zu teuer. Wir haben jetzt mit 5. Das hier. 100, 150. 125 dann wahrscheinlich. So. Jawohl. Sehr gut. Die Firma dankt. Die Firma dankt. So. Mit 35 sind wir gar nicht so schlecht. Dann würde ich sagen 30. Und noch was hinlegen. Zweig zum Beispiel. Den Stahl vielleicht nochmal. So, wir schauen mal mit dem Zweig aus. 5 ist gut, das heißt auf 3. Hier haben wir 300, 400, würde ich sagen 350. So. Aber nimmt es trotzdem, sehr gut. Das ist hier. So. Danke. Können wir den noch probieren? 110. Danke. So. Dann können wir was nehmen. Das können wir noch. Das eventuell noch. 15. Dann würde ich sagen 18. So. Jawohl. So, dann könnten wir den eventuell noch. So, 100 ist Schnäppchen. Dann machen wir mal 120. Achso, ist schon vorbei? Ist schon vorbei, okay. Gespeichert. Heute war sicher nicht so viel. Boah, Hartstahl hat ordentlich was gebracht. Ja, 3000, aber geht. Ist okay. So. Dann packen wir wieder aus. So. Und so. Passt. Gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, gehen wir rauf zum Dungeon und beenden den Part für heute. 9000. Ich habe jetzt kein... Habe ich jetzt noch Gelee? Ah, wir haben hier 3 Tränke. Das passt schon. La 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 la. La 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 la. Sehr gut. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!